einfach zu leben. Sie hat so eine gewisse Angewohnheit, alles mit mir zu diskutieren und auf Abstand zu gehen. Sie ist oft unsicher und weiß nicht genau, wo sie hingehört und was sie will. Sie steht einmal im Mittelpunkt und im nächsten Moment zieht sie sich zurück. Es fällt ihr schwer, sich komplett auf mich einzulassen. Sie kann wunderbar diskutieren mit mir und mit weit gefächerten Themen. Sie hat kein Problem damit, mich wegzustoßen, wenn sie das Gefühl hat, dass ich sie verletzen könnte. Sie zu lieben, wird mich stressen. Sie zu lieben, wird mich fordern. Sie zu lieben, wird mir immer mal das Herz brechen. Sie zu lieben, wird mich testen. Sie zu lieben, wird mich herausfordern. Sie zu lieben, wird mich verändern. Es kann so schwierig werden, dass ich manchmal überlege, aufzugeben und zu gehen. Sie zu lieben bedeutet, dass ich sie sehe, wie es ihr geht, wenn es ihr schlecht geht und sie verletzt ist. Und das etwas, womit ich umgehen können muss. Sie braucht jemanden, der geduldig genug ist und auf sie wartet. Und um zu verstehen, warum sie so ist, wie sie jetzt ist. Es wird nicht leicht sein. Aber wenn sie mich liebt und küsst, dann mit einer unfassbaren Leidenschaft und Intensität, dass ich vergesse, wie das Leben vorher ohne sie war. Ich bin bereit für sie. Ich bin da für sie. Ich verstehe sie. Ich halte sie. Ich fühle sie. Ich sehe sie. Und ich liebe sie auf meine Art. Sie ist es wert, geliebt zu werden.